Hi People und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Tutorial und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach den Black-Effekt nachstellen könnt. Mit ein paar einfachen Handgriffen in Photoshop. Zuallererst laden wir unser Bild in Photoshop rein. Am besten eignen sich Bilder, die schon einen relativ dunklen Schwarzanteil haben. Dann gehen wir unten in den Ebenenreiter, wählen uns unsere Ebene aus, drücken STRG J, um sie zu duplizieren und dann machen wir Rechtsklick drauf und wandeln das Ganze in ein Smart Effect um. Nun, mit der Ebene ausgewählt, drücken wir STRG SHIFT A und öffnen damit den Camera Raw Filter und wir gehen unten auf den Farbmischer und suchen uns hier den Sättigungsreiter. Was wir hier tun wollen ist, wir tun Rot Töne und Orangetöne, um ein kleines bisschen boosten und die Sättigung aller anderen Farbwerte, die wir nicht hervorgehoben haben wollen, tun wir ganz nach unten ziehen. Und was wir damit erzielen, ist, dass alle anderen schwarz-weiß sind und rot wie ein Sin City-Effekt heraussticht. Dann öffnen wir die Graduierungskurven und was ich gerne mache ist diese S-Kurve einfügen, damit ich helle und dunkle Farben noch ein bisschen mehr booste und das ist unser Endergebnis. Wenn ihr diesen Filter ganz schnell woanders anwenden wollt, geht ihr im Ebenenstilreiter auf dieses kleine Kreissymbol, haltet Alt gedrückt und zieht das dann ganz einfach über ein nächstes Bild, das ihr schon als Smart Objekt habt. Und somit habt ihr diesen Effekt ohne große Umschweife schon auf das nächste Bild angewendet. Natürlich könnt ihr da wieder draufklicken und ihr habt exakt die gleichen Einstellungen und könnt da jetzt nochmal reingehen und alles nochmal ein bisschen umfriemeln, sodass es euch passt, falls ihr zum Beispiel vielleicht andere Farbtöne haben möchtet. Und wenn wir das gleiche wiederholen auf ein anderes Bild, aber wir hier statt der roten Farben vielleicht die blauen Farben boosten wollen, dann können wir einfach genauso hier reingehen, das gleiche machen und wir sagen hier, wir ziehen die Aquamarin und die Blautöne nach oben. Oder auch nur die Blautöne, je nachdem, was einem gefällt. Und so kann man dann auch hier statt dem roten, feurigen Effekt einen kühlen, blauen Effekt hinbekommen. Ein Problem, das auftauchen kann, ist, wie ihr hier oben in dem Himmel seht, dass kleine Banding-Issues auftreten, wenn wir zum Beispiel die rote Farbe rausziehen. Was wir hier machen ist, wir wählen uns jetzt quasi dann einfach diesen Abschnitt des Bildes aus und dann machen wir daraus eine Schnittmaske und wir schneiden das quasi mit einer Ebenenmaske aus der farbkorrigierten Ebene heraus und haben immer nochmal den Originalhimmel drin. Und viel mehr ist es auch nicht. Ihr zieht euch das Bild in Photoshop rein, wandelt es in ein Smart-Objekt um, zieht dann im Farbmischer die Sättigung aller der Farben, die ihr nicht hervorgehoben haben möchtet, nach unten und tut dann noch ein bisschen an der Graduierung und an dem Kontrast und etc. pp, je nachdem wie ihr das machen wollt, rumschrauben. Und ja, und es ist damit relativ einfach, den Effekt so nachzustellen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann gebt den ganzen einen Daumen nach oben, abonniert, aktiviert die Glocke und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Joshua macht Design. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.